Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 3. Warped, genau. Ich wollte Cortex Strikes Back sagen, aber das stimmt ja nicht. Ich höre mich etwas erkältet an. Wir haben heute den 13.02.2017. Und ich habe keine Videos mehr, deswegen muss ich jetzt so aufnehmen, wie ich jetzt hier gerade bin. Aber ich höre mich schon etwas besser an als gestern. Und es ist etwas sehr Trauriges eben gerade passiert. Meine Anlage ist gerade von mir gegangen. Ja, ich habe ja das letzte Mal schon davon geredet, dass ich gerne den Sound über meine Kopfhörer haben möchte, damit ich halt die Musik so laut machen kann, wie ich will, ohne dass ihr das hört. Und ich kann das ja gerade mal schildern. Und zwar, wir warten jetzt einfach ein bisschen. Und zwar habe ich mir extra schon meine schöne Verlängerung geholt vom Dachboden, habe das extra auseinandergeschnitten, weil die mit Kabelbindern zusammengewickelt waren. So, ich dann hier runter. Ich habe eine Logitech Z5500. Ja, so ein Steuergerät, ist eine 5.1 Anlage. Und wollte dann halt in das Steuergerät die Verlängerung vom Kopfhörer reinstecken. Habe ich reingesteckt, dann bin ich gerade noch irgendwie in die Küche gelaufen und so. Komm wieder, ist das Licht von der Anlage aus, also vom Steuergerät. Habe ich mir gedacht, ja gut, wird wohl sein beim Kopfhörermodus oder so. So, habe ich dann so geguckt, da war dann die Lautstärke auf Hälfte. Habe ich mir gedacht, ja, wird wohl ein bisschen zu laut sein, drehst du jetzt schon mal leiser. Ja, ging nicht. Alle Knöpfe gedrückt, nix. Sogar dieses Lämpchen, das die Anlage an ist, war auch nicht mehr an. So, also sie war quasi eingefroren. Da habe ich mir gedacht, ja gut, machst mal einen Hauptschalter am Subwoofer aus, vielleicht hat sich das Ding irgendwie aufgehangen. Hauptschalter am Subwoofer ausgemacht, wieder angemacht, tot. Nichts mehr, null, kein Standby-Lämpchen, gar nichts. So, und ich weiß schon seit längerem, dass das wohl eine Krankheit ist, dass die Steuergeräte von der Anlage gerne mal schnell kaputt gehen. Was bei mir aber jetzt noch nicht so war, weil ich glaube, ich habe die Anlage jetzt schon seit, ja, fast genau 8 Jahren, glaube ich. Ich habe die 2009, habe ich die gekauft. 2009? Ne, 7 Jahre. 2007 habe ich mir die Anlage, glaube ich, gekauft. Ja, also sie hat schon einiges ausgehalten, aber ich habe gerade gelesen, das heißt, also es ist der ganze, es ist noch nicht ganz verloren. Weil im Subwoofer ist wohl eine Sicherung drin, die man austauschen kann. Und ich hoffe einfach mal, dass die Sicherung einfach nur durch ist. Weil das Steuergerät kriegt halt über den Subwoofer den Strom. Deswegen würde das auch Sinn machen, wenn das Steuergerät keinen Strom mehr kriegt. So. Und ich hoffe einfach mal, dass einfach nur die Sicherung hinüber ist. Aber das werde ich mir dann nachher antun. Ich habe jetzt auf jeden Fall das Kabel, was eigentlich von dem Steuergerät, nee Quatsch, von dem Kopfhörerausgang aus meinem Fernseher in das Input-Stecker-Dings ins Steuergerät gegangen, habe ich mir jetzt genommen, habe da meine Kopfhörer reingesteckt, damit ich überhaupt Ton habe. Weil über dem Fernseher der Ton ist sowieso scheiße, ist halt bei allen flach. Ich habe noch nie einen Flachbildfernseher gesehen, wo der Ton ansatzweise okay war, also. Ich habe es jetzt auf jeden Fall über die Kopfhörer so, wie ich es haben wollte, nur dass halt meine Anlage so halb tot ist. Drückt mir einfach die Daumen, dass die Sicherung durch ist. Wenn nicht, sagt mir mal, wenn ihr zufällig eine Z5500 Steuergerät, weil ihr euch zu Hause rumfliegen habt, weil sie nicht mehr brauchen, wo das Ding funktioniert, würde ich euch das gerne abkaufen. Aber ich werde mich dann nochmal dazu äußern. Gut, so. Jetzt, Zockerei. So, was, ich weiß gar nicht, ach hier, Future Friends, nee, Gone Tomorrow war das genau, das wollten wir uns ja antun. Das haben wir ja schon soweit alles. Stimmt, ich wollte das nicht machen. Ich wollte das nicht machen, weil ich sonst auch den Endboss hätte machen müssen. Und dafür hatte ich das letzte Mal keine Lust, beziehungsweise keine Zeit mehr. Aber das ist ja jetzt alles supi. So, und ich habe das letzte Mal noch ein Thema angerissen, was ich nicht weiter ausgeführt habe. Das ist mir auch noch aufgefallen. Und zwar habe ich damit angefangen. Oh, das war knapp. Und zwar habe ich damit angefangen zu erzählen. Was? Ich habe mich doch gedreht.
ich habe davon angefangen zu erzählen, irgendwas bei Instagram. Ich habe jetzt auf jeden Fall, ich führe das mal weiter. Ich habe jetzt wieder einen Instagram-Proof. Ach, fick dich doch. Ich schieße jetzt ab. Nee, Kreis. Headshot. Ich habe jetzt wieder ein Instagram-Profil, auf dem ich ja so Fotografie-Zeug mache. So. Achso, ich wollte ab. Ah, okay. und zwar mit Polaroid. Polaroid. Genau. Ach komm, ey. Heute ist nicht mein Tag. Ach, warum? Na, hallo, dreh dich rum, Trash. Genau, Polaroid. Einmal die Impulse und einmal die Sun 660 AF. Also Autofokus. Und momentan noch Einwegkameras. Momentan noch. Ich bin nämlich kurz davor. Oh, jetzt muss ich überlegen, wie die heißt. Ich weiß es nicht mehr, mir fällt der Name nicht mehr ein. Das war auf jeden Fall irgendwas mit HSR 670. Mein Gott, das waren so zwei Namen. Ich weiß sie nicht mehr. Oh Mann, da vorne war der fucking Checkpoint. Moment, ich muss mal... Also die eine kann ich euch nennen, weil die habe ich... Ich habe nämlich heute eine E-Mail an jemanden geschrieben, der mir mal bitte sagen soll, ob das vernünftig ist. Also es soll jetzt nicht so mega teuer sein. Ich brauche einfach nur eine Kamera. Ich habe halt keinen Bock, die ganze Zeit immer diese Einweg-Plastikmüllzeug da wegzuschmeißen. Der Part heute wird auch ein bisschen länger, beschwert euch schon mal nicht, weil ich so viel gequatscht habe. Kann sich nur noch Stunden handeln. Eine Carena SRH 760. Und die andere weiß ich auch nicht mehr, wie die heißt. Oh, fuck. Auf jeden Fall halt so altmodische Spiegelreflex mit manuellem Filmweiterschubgedöns. Weil das muss auf jeden Fall manuell sein. Weil was ich nämlich mit den Einwegkameras mache, ist nicht so nett. Ich lege die halt ein. Und zwar, also ich habe bisher nur einen fertigen Film gehabt davon. Und das war mit Kiesel, Erde und Waschmittel. Und das Schöne ist, dass danach die Filme immer so ein bisschen kleben. Und wenn man dann so ein automatischer Filmspulmechanismus würde das nicht packen, weil die kleben manchmal, also was heißt manchmal, die kleben sehr oft. und dann muss man richtig mit Gewalt drehen. Und das will ich halt so einen kleinen Motor, will ich das nicht antun. Deswegen mit manuell. Es muss jetzt auch nicht, muss keine Spiegelreflex sein. Aber ich kenne irgendwie sonst keine anderen Kameras, wo das Ganze manuell vonstatten geht. Das war nicht so gut. Wo das Ganze manuell vonstatten geht. Ja. Tut mir leid, wenn ich hier so am Rumhusten bin. War's gut? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss hier nochmal zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich zurück... Können wir ja gleich mal gucken, wenn ich mich nochmal auf die Plattform draufstelle. Ich mach die ganze Zeit die falsche Taste. Weil ich hab am Wochenende. Ich erzähl erstmal das eine fertig.
Habe ich jetzt hier was ausgelöst? Ja. Instagram. Ich lege die ein, genau. Und jetzt habe ich momentan, habe ich eingelegt in Zitronensaft und Zahnpasta. Genau. Und da bin ich mal gespannt, ob der Film überhaupt was gibt. Also, den mit Waschmittel und Kieselerde habe ich, glaube ich, ein bisschen lang einwirken lassen. Das waren, glaube ich, 3 Tage, wo der Film in dem Sutsch da lag. Den habe ich jetzt nur 2 Tage einwirken lassen. Allerdings hat das Ganze schon miteinander irgendwie reagiert. Keine Ahnung. Also, der Zitronensaft und das andere, das... Ne, wir können nicht zurück. Okay, das ist schön. Ich habe auf jeden Fall erstmal den ganzen Zitronensaft, so ein ganzes Päckchen, habe ich da in abgekochtes Wasser reingekippt. Und... habe ich so ein bisschen rumgerührt und dann habe ich, meine Mutter hat so eine komische Zahnpasta für Zahnfleischgedöns, glaube ich. Die schmeckt mega ekelhaft. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen reingemacht. Da war ich gerade, habe rumgerührt, genau. War dann gerade, ich habe, glaube ich, irgendwas in der Mikrowelle gemacht oder so. Und dann auf einmal fing das Zeug an zu sprudeln. Fand ich lustig. Ja. Auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Angst, dass einfach gar nichts mehr von dem Film da ist. Da habe ich gedacht, ja, cool. Okay, das lasse ich hier mal so. Ich glaube, das brauchen wir noch. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich habe noch 17... Was war das denn im Hintergrund? Ich habe noch 17 Bilder auf der Kamera drauf. Und ja, da muss ich dann erstmal abwarten. Oh. Nee. Genau, und das lade ich dann auf Instagram hoch. Zur Belustigung von anderen Leuten. Also damit sich andere Leute über mich belustigen können. Aber was finde ich ganz cool, dass das so schön aufgenommen wird irgendwie. Ist jetzt auch nicht von mir die Idee, das einzuweichen, aber ich finde das halt irgendwie cool. So, und genau, seit dem letzten Mal, als ich das angesprochen habe mit Instagram, habe ich schon unten in der Beschreibung, mein Instagram-Account heißt Jolly Autumn, also J-O-L-L-Y, Autumn wie, Fall. Also Autumn wie Herbst, Autumn. Ach komm, leck mich doch. Stirb. Jedes Mal die falsche Taste, ne? So. Oh, der grüne Edelstein. Den haben wir ja schon. Weil wir über King sind. Tja. Super. Super toll gemacht, Mia. Du bist die Beste. Die Bestie. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was das jetzt mit der Kamera gibt. Und ganz ehrlich, ich habe ja noch eine digitale Spiegelreflex. Am liebsten würde ich die einfach verkaufen irgendwie, weil ich mache damit eh kaum noch Fotos. Und ich benutze sie eigentlich nur noch für die Schule, wenn wir irgendwelche Videos drehen müssen. Ja. So, was machen wir jetzt da hinten mit? Wüt. Ottwald ist auch momentan so übelst am Abdrehen. ist hier hinten. Ich muss nochmal zurücklaufen. Ich muss gucken, ob hier was passiert ist. Boah, da war ich richtig gut. Nee, ist nichts passiert. Ja, vielleicht kommen wir ja nochmal zurück. Das würde ich natürlich sehr feiern. Oder wir in dem Grünen. Das kann natürlich auch sein, dass wenn wir jetzt hier ins Grüne gehen, dass wir da die Kiste für da hinten kriegen.
Ich weiß es nicht. Müssen wir einfach ausprobieren. Ich drücke immer die falsche Taste. So, nächste Geschichte. Ich habe... Ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Ich glaube, letzte Woche irgendwann habe ich Jack and Dexter gespielt. Habe ich so... Also ich wusste, dass es existiert. Ich wusste aber nicht, wie das Spiel aussieht, was man da tun muss, was die Story ist. Ich wusste auch nur, dass es von Naughty Dog ist. Und ja, es... Ach, ficken! Es war halt irgendwann mal, glaube ich, im Angebot oder so. Im Store, da habe ich mir das gekauft, weil Dennis gesagt hat, das ist voll gut. Da habe ich mir das gekauft. Und das war auch kein Fehler. Ich liebe dieses Spiel. Da waren die Dinge noch gar nicht draußen. Mann, jo. Wie viel Leben haben wir? Ach, 65, ja gut, da sind wir ja noch gut dabei. Ja, Jack and Dexter habe ich gespielt. Macht sehr viel Bock, das Spiel. Ich werde es auch, schätze ich mal, irgendwann let's playen. Ist jetzt auch nicht so mega schwer. Aber es macht halt schon Bock, ne? Und da ist es halt so, bei Jack and Dexter ist halt Quadrat so ein Faustangriff und Kreis ist Drehen. Was bei Crash hier Kreis ist. Nee. Quadrat. Meine Fresse, ey. So, ich... Ja, komm. Wow. Alles abschießen vorher. Meine Stimme kackt jetzt richtig ab. So, stirb. Das haben wir auch wunderbar gelöst. So, da vorne war das, ne? Jetzt können wir auch noch abschießen. So, nee, das tut man noch nicht. Ich glaube, ich komme gar nicht so weit. Fuck. So, lass mich in Ruhe. Ich komme auch gar nicht mehr zurück. Was? Warum? Das hat eben auch nicht mich kaputt gemacht, als ich in der Mitte da langgelaufen bin. Ach, Mann, ey, ich hoffe einfach mal so, dass meine Anlage nicht kaputt ist. Weil das wird mich jetzt richtig abfacken. Warum? Mann, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch keine Lust mehr, eine neue zu kaufen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich machen kann, um das Steuergerät irgendwie zu ersetzen, weil da gibt es keine Ersatzteile mehr für. Ich weiß nicht. Reparieren ist wahrscheinlich auch teuer. Und der Dave hat gerade meinen Kommentar mit gefällt mir markiert. Also ich habe es bei Twitter gepostet, dass mein schönes Gerät den Geist aufgegeben hat. Der Gerät wird nie müde. Oh, ja. Ist da vorne schon Ende, bitte lass da vorne Ende sein. Auf jeden Fall sind hier Kisten. Aber noch keine Metallbox. Das ist natürlich blöd. Oder war die hier irgendwo in der Pampa? Ich meine, hier wäre irgendwo oben was gewesen. Ah, da ist die Metallkiste. Fragt man sich, hä? Warum ist da eine Metallkiste, wenn man nicht aufgepasst hat? Aber wir haben ja aufgepasst. So. Ah, stimmt, da war ja auch noch eine. Total verpeilt.